Fitness Eugen hat einen eigenen Channel und er hat jetzt schon mehr Abonnenten als wir. Welcome back, meine Freunde, zu einer weiteren Vlog-Folge von Tapia. So schlau wie ich bin, habe ich schon aufgegessen. Und habe vergessen zu filmen. Was gab's bei mir eigentlich heute früh? Ich habe mir wieder mein gewöhntes Müsli gemacht. Das heißt 300 Gramm gefrorene Beeren, Erdbeeren und Himbeeren. Also aufgetaut von gestern Abend. 200 Gramm Dinkelflocken. 230 Gramm Bananen. Und 250 Milliliter Milch. Und dazu gab es dann noch Spiegelei mit Mais, Paprika, Pfeffer und Salz. Warum ich diesen Polska Cake mir nicht mehr reinhau und grundsätzlich probiere aktuell auf Whey und ähnliches zu verzichten, ist eigentlich eher mein Hautbild. Ja, das hat sich ja halt wie gesagt wieder ein bisschen verschlechtert und ich habe so auch so das ein oder andere Problemchen so in meiner Kopfhaut immer wieder. Das kommt halt wirklich durch die Ernährung, es ist tatsächlich so, sehr vieles kommt halt durch die Ernährung. Und dementsprechend wollte ich jetzt mal probieren, mehr auf Whey zu verzichten. Erstens Weizenprodukte, grundlegend sowieso, halt überwiegend komplett weglassen, stärkehaltige Produkte. Das bedeutet jetzt mal wirklich verzichten auf Nudeln und Kartoffeln und mal schauen, ob sich das dann wieder, sage ich mal, zum Guten wendet. So war es nämlich damals bei mir. Und ich denke auch, dass es auch wieder so sein wird. Ja, dass es auch so wieder so sein wird, dass es jetzt zum Guten wendet. Das geht immer bei mir relativ schnell. Ich probiere es mal aus. Trotz allem habe ich ja dem Luca heute versprochen, dass wir Burger essen gehen. So all you can eat. Ich hatte schon fast überlegt abzusagen, weil ich dachte, okay, jetzt ist ja doch wieder ein bisschen, ich sag mal, anständiger essen. Diese ganzen Burger, Ben & Jerry's, geht Ben & Jerry's und so, Eis esse ich sowieso sehr selten. Mal komplett weglassen, den Körper mal ein bisschen Ruhe gönnen von, sag ich mal, dem ganzen Gift, so wie ich das immer nenne. Schönem Gift, es bringt ja Spaß und ich verbiete, selbst ich in meinen Trainingsplänen verbiete das niemandem, wenn die Leute das essen wollen. Ich kann ihnen nur das mit auf den Weg geben. Aus meiner Erfahrung, beziehungsweise was für die am optimalsten ist. Und am Ende des Tages entscheidet jeder für sich selber, wie er das ausgleicht, ob er sagt, nein, ich möchte auch nicht verzichten, das ist auch dann für mich vollkommen in Ordnung. Stelle ich mich nicht quer. Aber ich selber möchte darauf eigentlich verzichten und deshalb heute ist der letzte Tag, wo ich mir sowas mal gönne mit den Jungs halt nochmal zusammen. All you can eat Burger gibt es ja wirklich sehr selten. Und grundsätzlich ab morgen dann so oder so. Stay lean, stay clean, damit dieser Bauch hier auch ein bisschen kleiner bleibt und nicht noch größer wird. Und dann schalte ich gleich nochmal rein. Wir trainieren auch gemeinsam, beziehungsweise ich glaube nur der Dennis, der Marcel kommt und ich glaube noch andere Leute. Marcel vom Muscle Hammer, bei mir steht Schulterarm heute dran, was bei den Jungs ansteht, weiß ich nicht. Werden wir dann gleich nochmal sehen. Ach ja, aktuell konsumiere ich jetzt nochmal zum Jomo-Test sogar mehr von diesem Grass hier. 2x2. Also ich habe das 3 Wochen lang einmal pro Tag einen Löffel genommen und habe jetzt mal erhöht auf 2x2, also 2 Löffel abends, 2 Löffel morgens, so wie der Oscar das auch macht. Wollte das dementsprechend auch mal probieren. Und schauen wir mal, was das Ergebnis sein wird. Oder auch nicht. So, ich war jetzt mal geschäftlich noch mal ein bisschen unterwegs, haben ein paar Dinge erledigt und bin jetzt mal zu Hause angekommen. Wir haben es jetzt 2:30. Ich treffe mich mit den. Haben wir wirklich 2:30? Haben wir es wirklich 2:30? Ja, wir haben es 2:30. Ich treffe mich mit den Jungs im Felix um 14:45 Uhr. Ich habe Hunger. Ich kann mir jetzt nichts Richtiges reinhauen, beziehungsweise ich bin gerade reingekommen, war leider, wie sagt man,
notfallsbedingt. Also ich musste leider ganz schnell los und habe es gar nicht gepackt. Unerwartet muss ich los, habe es gar nicht gepackt, mir was zu essen mitzunehmen oder geschweige mir was zu machen. Ja, was macht man in so einem Fall? Was mache ich in so einem Fall? Ich habe mich jetzt bis auf heute Morgen ein bisschen am Laptop und jetzt gerade eben nicht wirklich viel bewegt. Es steht aber noch einiges an. Ich mache mir jetzt schnelles Futtern. Also ich versuche dann die Kalorien an einigen Tagen auch gern mal über Fetts zu sichern, also über Fette in Form von zum Beispiel Erdnussbutter, kennt jeder, mag jeder, und Nüssen. Hab jetzt mir hier nochmal 100 Gramm Flocken reingehauen, hau mir da nochmal so einen schönen Löffel Erdnussbutter rein. Das Ganze hat sowieso auf 100 Gramm 651 Kalorien, zwar 55 Gramm Fett, das ist aber in Ordnung. Also für mich ist es in Ordnung. Hauen wir da nochmal ein paar Mandeln rüber. Ich weiß nicht, wie viel da überhaupt noch drin sind, 25 Gramm oder so, für den Geschmack auch nochmal, damit es ein bisschen crunchiger ist quasi. Half a drink und fertig. Das sind dann so roundabout 500 Kalorien. Denke ich, ist in Ordnung. Heute früh habe ich, wenn ich mal zusammenrechne, Flocken, die Bananen, so 1,2 habe ich heute früh gegessen, 1,1, 1,2 plus das sind 1,6, viel zu wenig. 1,000 rechne ich für die Burger heute Abend, easy, mindestens 1,000 mit dem Training. Hau mir dann abends nochmal ein Instant Oat Shake rein, beziehungsweise, wenn ich das schaffe, esse ich sogar nochmal richtig abends danach, aber ich glaube, ich werde dann noch so voll sein. Deshalb hau ich mir da lieber so einen richtig fetten Instant Oat Shake nochmal rein und somit habe ich dann meine Kalorien für heute abgedeckt. Das war jetzt nur im Kopf getrackt, also ich track jetzt, wie gesagt, nicht auf Handy oder sonst wie. Ich finde es auch nicht wirklich schlimm, wenn ich mal einige Tage habe, wo ich mal im Defizit bin oder plus minus null rauskommen. Weil ich glaube, es für den Körper ist es sehr angenehm, wenn er mal halt diese nochmal so eine Ruhephase bekommt. Also wenn er halt nicht immer getrimmt wird, yo, nimm zu, nimm zu, nimm zu, nimm zu, sondern auch mal quasi der Körper, der Stoffwechsel nochmal eine kleine Erholung bekommt. Also breche ich nicht in Tränen aus, sage ich mal, wenn ich sage, oh, ich war heute im Defizit, ich merke, ich habe nicht genug gegessen. Die beste Alternative und die schnellste ist natürlich über Fett, über Fette. Aber auch da achte ich dann möglichst auf gesunde außerhalb dieser Burger. Die werden jetzt natürlich ungesund sein, so oder so, mit dem ganzen Brot. Aber ja, futter mir das jetzt mal rein. Und dann schauen wir mal, ob mich das überhaupt fürs Training genug gesättigt oder ich mir doch nochmal zwei Bananen da, die letzten zwei, auch nochmal reinhaue. Ja, und dann schalte ich gleich nochmal rein. Ich sag das jedes Mal. Das ist Gewohnheit. Für euch ist es halt nicht, ist jede Szene nicht in so großen Abständen wie für mich. Für mich ist es, ich schalte gleich nochmal rein, weil ich in einer Stunde die Cam einschalte und für euch ist es halt eine Sekunde. Ich muss mir mal abgewöhnen, in Zukunft das zu sagen. Ich sag gar nichts mehr. Ich esse jetzt auf und fertig.
durch, meine Freunde. Und ja, ich habe eine erfreuliche Nachricht. Und zwar fahre ich nicht zum Burger essen. Tatsächlich freut mich das, weil, wie ich ja vorhin erzählt habe, ja, ich eigentlich nicht so Bock darauf habe, aufgrund meiner Haut und ja, aufgrund meiner Gesundheit eigentlich, weil so Burger, All You Can Eat essen, was will man da erwarten von der Qualität und ja, Transfette, Zucker, Weizenmehl, also das ist die volle Dröhnung quasi. Ich hatte wirklich keinen Bock, auch wenn es wirklich echt schmackhaft ist, ohne Frage. Deshalb freue ich mich eigentlich, dass wir, ja, dass es abgesagt wurde. Was passiert ist, warum wir da nicht hinfahren? Ich habe nämlich mal auf schlau auf die Internetseite geguckt, denn die Planung war ja eigentlich von dem Luca. Und dachte, schau's mal zur Not, ja, ob die überhaupt das noch anbieten. Nicht, dass es irgendwie die letzte Woche ausgelaufen ist. Ja, schaue ich drauf. Aktion gestoppt. Die Nachfrage war so groß, Burger All You Can Eat, 8,90 €, dass die scheinbar, ja, die den ganzen Spaß abgesagt haben. Das war zu viel für die, sind die nicht mehr hinterhergekommen. Und ja, von daher, ja, fahren oder ja, fahren wir, fahr ich woanders hin essen. Oh, die Kamera wackelt. So, geht das? Jetzt passt. Waren wir woanders hin essen. Das Training war gut. Ich habe jetzt heute schultermäßig probiert, mal an mein Limit zu gehen. Nach lang, also richtig mal so auf 8 Wiederholungen Schulterdrücken gemacht. Das ist für mich schon echt eine, ja, wie sagt man, eine relativ niedrige Wiederholungszahl. Auch wenn man es nicht glaubt, denn viele trainieren ja 5, 6 Wiederholungen. Ich habe jetzt mal auf 8 quasi das laterale einarmige Schulterdrücken gemacht. Das hat sich echt geil angefühlt. Es ist eine echt eine geile Übung, weil das wirklich den ganzen Körper aktiviert, wie halt das Überkopfdrücken mit der Langehantel. Finde das aber halt wesentlich besser, weil man sich halt wirklich gezielt auf einen Schulterkopf konzentrieren kann und dementsprechend ja auch sauberer arbeitet in der Ausführung her. Deshalb finde ich die Übung ja sehr, 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 sehr angenehm. Oh, ja, was gab es zum Training noch zu berichten? Ja, eigentlich, was geht noch zum Training? Sonst war eigentlich das ganze Gleiche, wie ihr das alles so jetzt kanntet. Nicht anders ausgeführt. Genau, was ich eingebaut habe, das seht ihr ja zum ersten Mal. Die Rotatorenmanschette, die trainiere ich jetzt intensiv. Intensiv bedeutet jetzt nicht mehr hier mit Terraband nur aufwärmen, sondern wirklich als einzelne gezielte Übung. Zum Schluss des Schulterprogramms, quasi vorermüdet durch das Schulterdrücken und das Seitheben am Kabelzug und mit den Freihandeln, finde ich wesentlich angenehmer. Ich nehme da wirklich wenig Gewicht, tatsächlich sehr wenig Gewicht, trainiere auch 15 Wiederholungen, also eher so im Bereich von Kraftausdauer, einfach um die auszubauen. Möchte die jetzt nicht krass belasten mit 8 bis 10 Wiederholungen, weil ich denke, das ist kein Muskel, der so krass belastet werden muss oder braucht. Vorerst, ich möchte ihn erstmal ausbauen, wirklich, dass ich da wirklich verletzungstechnisch im Schulterbereich ja clean bleibe. Ja, und mir auch in der Zukunft nichts passiert, weil letztens bin ich morgens aufgestanden, hatte auf einmal, als ich die Schulter zur Seite gehoben habe, quasi so ein kleines Ziehen gespürt. So richtig, aber es war so richtig extrem im mittleren Schulterkopf, im seitlichen. Und ja, das war extrem unangenehm. Und ich dachte, nein, jetzt bin ich Patient Nummer 1 Million, klassischer Bodybuilder, Schulter verletzt. Super. Ja, fand ich echt, also ich dachte, ich kann nicht angehen, habe ich echt keinen Bock drauf. Boah, jetzt muss ich fahren und die Kamera justieren, was irgendwie nicht funktioniert hier. Dachte ich so, oh nein, da habe ich echt keinen Bock drauf, jetzt nochmal meine Schulter zu verletzen. Ja, ein Tag später ging es, war komplett weg. Keine Ahnung, ob da ein Nerv oder eine Sehne oder irgendwas halt irgendwie eingeklemmt war oder sonst was. Auf jeden Fall war es dann am nächsten Tag weg. Das nächste Schultertraining habe ich auch etwas lower gestaltet von den Gewichten her. Und ich bin abgelenkt gerade ein bisschen von den Verkehrsschildern und ja, habe somit
Bei diesem Schultertraining wieder richtig losgelegt und habe es gemerkt, easy, es läuft. Oder Tormanschette kann ich euch allen empfehlen. Baut es ein als einzelne Übung. Es ist zwar kein Muskel, den man sieht in dem Sinne, wie jetzt sagen wir die vordere Schulter, wie die wächst oder die Brust, aber sie ist essentiell für wirklich alles, fürs wirklich Push, Pullen, also Ziehen, Drückübung. Eigentlich das volle Programm. Alles, wo sich, sag ich mal, die Schulter bewegt in dem Bereich, spielt die Rotatorenmanschette eine große Rolle. Von daher trainiert die einzeln. Und ja, ich fahre jetzt zu New Saigon. Und es gibt wie immer klassisch Essen. Wir sind auch bei New Saigon eingekehrt. Ich habe noch ein bisschen Reis bestellt, nicht so viel. A little bit. Mit a little bit of Hähnchen. Nummer 90. Und dann gehen wir gleich rüber zu Smileys und essen noch eine Pizza. Richtig. Damit die Burger auch auf jeden Fall. Genau, mit Team Musclehammer, Quadzilla und Dennis mit Doppel N und Doppel SE 95 auf Instagram. Keine Ahnung. Ich auch nicht, keine Ahnung. Wir lassen uns das jetzt schmecken, denn ich habe echt Hunger. Ich habe eine Mahlzeit zu wenig gegessen heute. Attacke. Zu Hause angekommen, steht diese ganze Scheiße immer noch auf meinem Tisch. Und keiner hat sie weggeräumt, so ein Mist. Aber es steht hier eine neue Tüte. Und zwar ist diese Tüte von Fitpoint24. Nein, ich werde nicht von denen gesponsert. Möchte ich auch nicht. Komm aus Wandsbeker Chaussee. Hamburg, das ist ganz wichtig, Hamburg. Und ich habe mir wieder mal Instant Oats gekauft. Gemahlene Haferflocken. Ich bin ja immer noch ein Fan, beziehungsweise hoffe, dass es bald gemahlene Dinkelflocken gibt von Alnatura. Die kosten dann nicht 15,90, sondern bestimmt 45. Auf jeden Fall habe ich mir nochmal zwei Quest Bars geholt. Und das ist auch mein Essen. Ich habe echt nach dem Asiaten, hatte ich echt noch Hunger. Also ich haue mir jetzt nochmal ein Crisper rein, habe ich ewig nicht mehr gegessen. Und ich haue mir nochmal 100 Gramm von diesem sexy Zeug an. Guck, dieses Zeug hat genau so einen Bauch wie ich. Hier seht ihr, genau so einen sexy Bauch. Genau das gleiche. Das kommt jetzt da rein. Und dann schließe ich diesen heute bescheuerten Vlog ab mit meinem Post-Workout nach dem Abendessen-Meal. Hab vergessen, Bananen zu kaufen, ist mir gerade eingefallen. Scheiße. Oh, das ist echt ätzend. Ich glaube, ich muss noch zu Lidl Bananen holen. Aber ich glaube, da nehme ich euch nicht mit, weil ist, ja, mein Bananen kaufen, ich weiß nicht. Könnt ihr auf Manuel Berkus Channel sehen. Und somit, meine Freunde, neigt sich dieses Video wieder dem Ende zu. Mein Handy bimmelt. Ich hoffe, es hat euch wieder mal gefallen. Wenn nicht, gibt es den Daumen für unten. Und ansonsten schaltet bald wieder ein, wenn es ganz viel um diesen Bereich hier geht und dass er halt größer wird. Und dann schauen wir mal, was mir noch so einfällt. Bis bald, meine Freunde.